So, herzlich willkommen und freut mich, dass du hier wieder eingeschaltet hast zu mygamhq.com TV. Ich bin der Cool Breeze, aka Dennis, und ja, erstmal eine kleine Ankündigung meinerseits. Ich bin ein bisschen erkältet bzw. verschnupft. Also wenn meine Stimme ein bisschen kratzig oder so anhört, dann tut es mir schon mal an dieser Stelle leid, aber es lässt sich ja nicht vermeiden. Krankheiten kommen und gehen. Genau, so. Wie ihr bereits am Hintergrundbildschirm gesehen habt, beziehungsweise links unten bei unserer schönen kleinen Verknüpfung, die ich mal so angebracht habe als Zuckerschlecken. Genau, nächste Woche findet The War Z statt, sprich die Open Beta, so, diese findet ja statt. Am 31. Oktober ist es soweit, ist die Alpha-Phase laut den Entwicklern vorüber und dann starten wir direkt gleich zur Beta durch. Ja. Das Besondere dabei ist halt, dass jeder Vorbesteller, quasi jeder, der eine dementsprechende Version bestellt hat, entweder die Pionier- oder Legend-Version, bekommt ja drei Gäste-Keys dazu. Sprich, drei Personen zu der Vorbesteller-Version haben noch die Möglichkeit, The War Z für 48 Stunden mit diesem Gäste-Key anzugucken oder anzuspielen. Genau. Das Besondere hierbei ist, dass wir von MyGame quasi 18 Keys zu verlosen haben. Sprich, 18 Personen haben hier die Möglichkeit, um einfach so, ganz einfach simpel, einen Key zu gewinnen. Das Einzige, was ihr bisher jetzt noch machen könnt, beziehungsweise tun solltet, falls ihr Interesse an so einem Key habt, quasi einfach auf unserer Facebook-Seite, sprich www.facebook.com/mygamehq.com, sprich ohne Punkt, ohne Komma, ohne gar nichts, einfach alles klein zusammen, mygamehq.com. Also mygamehq.com, so rum. Einfach hier dann schön auf Gefällt mir drücken und dann bis zum 31. Oktober abwarten. Genau. Die ganze Aktion von uns wird quasi von Scene Gamers unterstützt. Quasi deren Logo wird gleich hier rechts eingeblendet. Da könnt ihr auch mal draufklicken, deren Homepage angucken. Da stehen auch tolle News, tolle Beiträge zu spielen dabei. Ebenfalls haben sie. Hat das Team von Scene Gamers vor kurzem auch einen Multiplayer-Stream aufgenommen, den ihr natürlich anschauen könnt auf deren YouTube-Channel. Werde ich da dementsprechend rechts unten zu sehen sein. Da einfach mal auf den Link draufklicken. Genau, so viel ist das Ganze jetzt hier so bekannt gegeben von The War Z. Also schön immer drauf gucken auf unserer Facebook-Seite, was da abgeht. Gut, so viel erstmal dazu zu The War Z. Neben The War Z haben wir auch eine kleine Ankündigung bezüglich mygamehq.com selbst. Sprich, wir haben jetzt noch nicht so direkt offiziell, also quasi sozusagen ist jetzt das, was ich hier mache, eine kleine offizielle Bekanntmachung. Ja, quasi, ich fasse es kurz zusammen. Wir haben einen neuen Partner. Sprich, der Partnerschaft in dem Sinne so, dass wir uns gegenseitig unterstützen, wenn News vorhanden sind, wenn Events vorhanden sind, wenn jetzt irgendwas ansteht, dass wir uns da gegenseitig helfen, sagen, hier und da können wir uns mal helfen. Und ja, dazu haben wir uns mal entschlossen, beziehungsweise auf Anfrage von Red Dragons Germany, deren Logo kommt auch jetzt gleich hier links zu sehen, wird dementsprechend unser Partner sein. Sprich, wir haben jetzt eine Partnerschaft mit diesem Clan. Erstmal, ich freue mich persönlich da auf die Zusammenarbeit mit Red Dragons Germany. Und ja, gut, ich freue mich auf jeden Fall. Werden wir da gucken. Auf jeden Fall könnt ihr da links, sollte da der Logo sein, oder das Logo so rum, wird da quasi unser Partner sein. Und mal sehen, was da alles auf uns zukommen wird. Genau, so viel zu dem ganzen Thema. Wir werden natürlich dann schauen, gucken, tun und machen, weil demnächst kommen ja ein paar Top-Spiele raus. Assassin's Creed 3, Far Cry 3, Hitman 5, alles drum und dran. Was wir da alles let's playen, let's testen, alles drum und dran. Auf jeden Fall dürft ihr euch da hier und da vielleicht auch noch ein kleines Gewinnspiel erwarten. Vor allem zu ja dem bald veröffentlichen. Assassin's Creed wird euch da wahrscheinlich von meiner Seite auch etwas erwarten, das euch, denke ich mal, interessieren könnte. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt bleiben. Gut, so viel war es erstmal zu meiner Seite dazu. Auf jeden Fall, wie gesagt, schaut auf unsere Facebook-Seite, die wird jetzt hier mittig drauf verlinkt sein, zu sehen sein. Auf jeden Fall, klickt da drauf, schaut rein. Dementsprechend erstmal vielen Dank an Scene Gamers schon an dieser Stelle.
dass ihr uns da tatkräftig unterstützt. Und ja, und zu Red Dragons Germany auf eine gute Zusammenarbeit. Und ja, bis zum nächsten Mal, wenn euer Cool Breeze wieder was von mygamehq.com TV hochgeladen hat. PS, ihr könnt meinen Channel, der ganz unten in der Videobeschreibung ist, anschauen. Da sind auch ein paar Gameplays, vor allem zu Medal of Honor Warfighter und Battlefield 3 könnt ihr da alles angucken. Also gut, ciao.